Lord Trevelyan von Ostwick, als Vertreter der Inquisition. Es ist mir eine Freude, mein Herr. Wir haben so selten Gelegenheit, neue Bekanntschaften zu machen. Es sind immer dieselben Leute auf diesen Feiern. Ihr seid also ein Gast von Madame de Fer. Oder seid ihr wegen Herzog Bastion hier? Seid ihr geschäftlich hier? Ich habe die wunderlichsten Geschichten über euch gehört. Es ist unvorstellbar, dass auch nur die Hälfte davon wahr sein könnte. Was habt ihr über mich gehört? Einige behaupten, Andraste selbst habe euch aus dem Nichts gerettet, als sich der Schleier öffnete. Dieser Name sagt mir nichts. Ich bin auf Einladung der ersten Verzauberin Vivienne hier. Madame de Fer ist ein liebevoller Spitzname des Hofes für Lady Vivienne. Ich habe gehört, sie findet ihn amüsant. Ich weiß nur wenig über Herzog Bastion. Er wurde in letzter Zeit nicht sonderlich oft bei Hofe gesehen. Seine Aufgaben für den Rat der Herolde führen ihn häufig für lange Zeit von zu Hause fort. Das kann für einen Mann seines Alters nicht gut sein. Und dann ist da natürlich auch noch der Bürgerkrieg. Bastien hofft vermutlich darauf, sich von den Taten seines ehemaligen Schwiegersohnes distanzieren zu können. Wie er in seinem törichten Streben nach Macht in den Dales gewütet hat? Dafür wird Gespard in Schande enden. Das wissen alle. Einige dieser Geschichtenerzähler haben womöglich leicht übertrieben. Aber nur, um die richtige Wirkung zu erzielen. Die Inquisition bietet so viel Stoff für wilde Geschichten. Die Inquisition? Was für ein Haufen Mist. Gefallene Schwestern und verrückte Sucherinnen? Man kann sie einfach nicht ernst nehmen. Jeder weiß doch, dass sie nur einem Haufen politischer Ausgestoßener als Vorwand dient, um Macht zu erlangen. Der Inquisition geht es darum, Frieden und Ordnung in Cedars wiederherzustellen. Ja, genau das brauchen wir. Einen Außenstehenden, der den Frieden mit einer Armee wiederherstellt. Wir wissen, was eure Inquisition wirklich ist. Wenn ihr ein Mann von Ehre wärt, würdet ihr jetzt vortreten und auf diese Vorwürfe reagieren. Mein lieber Marquis, wie unhöflich von euch, in meinem Haus einen derartigen Ton anzuschlagen. Und das gegenüber meinen Gästen. Ihr wisst, ein derartiges Benehmen ist untragbar. Madame Vivienne, ich bitte demütigst um Verzeihung. Das solltet ihr auch. Was soll ich nur mit euch machen, mein Lieber? Werter Herr, ihr seid in dieser unseligen Angelegenheit die gekränkte Partei. Was soll ich eurer Meinung nach mit diesem törichten Mann machen? Ich denke, der Marquis ist sich bewusst, dass er einen Fehler gemacht hat. Es ist Andrastes Gnade, die euch das Leben schenkt, mein Lieber. Geht in Zukunft vorsichtiger damit um. Wie schön, dass ihr es einrichten konntet, dieser kleinen Zusammenkunft beizuwohnen. Erlaubt mir, dass ich mich vorstelle. Ich bin Vivienne. Erste Verzauberin von Mont-Simard und Verzauberin des kaiserlichen Hofes. Könnte dieser Marquis ein Problem sein? Seine Tante ist die Vicomtesse von Mont de Glace. Keine mächtige Familie, aber sehr angesehen. Und sehr religiös. Sie werden Alphonse wegen der Sache enterben. Es war nicht das erste Mal, dass er Schande über seine Tante brachte, aber gewiss das letzte Mal. Und nach dieser öffentlichen Demütigung wird er vermutlich in die Dales gehen, um sich den Kriegsbemühungen der Kaiserin anzuschließen. Entweder um alles zum Guten zu wenden oder um wenigstens einen Funken Selbstachtung zurückzugewinnen. Enchanté, Lady Vivienne. Ah, ich habe euch nicht auf das Chateau eingeladen, um Freundlichkeiten auszutauschen. Seit dem Tod der göttlichen Justinia liegt die Kirche in Scherben. Nur die Inquisition kann unserem verängstigten Volk wieder Vernunft und Ordnung bringen. Als die Anführerin der letzten loyalen Magier von Thedas halte ich es für richtig, euch meine Hilfe anzubieten. Geht es euch um die Inquisition, Madame de Fer?
Oder ist eure Entscheidung privater Natur? Ach, ihr seid wirklich köstlich. Natürlich geht es mir um die Inquisition. Ihr sagt, ihr führt die letzten loyalen Magier an. Loyal gegenüber wem? Den Bewohnern von Thedas natürlich. Wir haben, im Gegensatz zu einigen anderen, das Gebot nicht vergessen, dass die Magie den Menschen dienen soll. Ich unterstütze jeden Versuch, die Ordnung wiederherzustellen. Was genau könnt ihr für die Inquisition tun? Ich bin mit der Politik des Reichs von Orlais bestens vertraut. Immerhin kenne ich sämtliche Mitglieder des kaiserlichen Hofes persönlich. Ich habe Zugriff auf alle verbliebenen Ressourcen des Zirkels. Außerdem bin ich eine leidlich gute Magierin. Reicht das? Heißt das, ihr würdet die Inquisition aus dem kaiserlichen Palast heraus unterstützen? Für gewöhnlich würde ich liebend gern zwischen euch und dem Hof vermitteln. Allerdings leben wir in ungewöhnlichen Zeiten. Der Schleier ist zerrissen und am Himmel prangt ein Loch. Es ist die Pflicht eines jeden Magiers, alles zu tun, um die Bresche zu schließen. Deshalb würde ich der Inquisition auf das Schlachtfeld folgen. Ihr sagt, ihr führt die letzten loyalen Magier an. Loyal gegenüber wem? Den Bewohnern von Thedas natürlich. Wir haben, im Gegensatz zu einigen anderen, das Gebot nicht vergessen, dass die Magie den Menschen dienen soll. Ich unterstütze jeden Versuch, die Ordnung wiederherzustellen. Dann seid ihr dafür, die Magier zum Zirkel zurückzubringen? Wo sonst können Magier lernen, ihre Talente zu beherrschen? Wir brauchen eine Institution zum Schutz und zur Pflege der Magie. Nur der Erbauer weiß, dass die Magie beides nicht ohne Hilfe finden wird. Was habt ihr davon? Dasselbe wie jeder andere, der dieses Chaos bekämpft. Die Möglichkeit, mich meinem Feind zu stellen, mein Schicksal zu bestimmen. Ich werde nicht ruhig auf den Untergang warten. Seid ihr religiös? Was haltet ihr von der Kirche? Ich war eine glühende Verehrerin der göttlichen Justinia der Fünften. Im Idealfall eint die Kirche die ungleichen Kulturen in Thedas und kümmert sich um die Schwachen. Wäre sie nicht gestorben, hätte Justinia viel erreichen können. Ihr wisst, dass die Kirche diese Inquisition nicht sanktioniert hat. Die Kirche ist führungslos. Sie ist nicht in der Position, irgendetwas offiziell zu sanktionieren. Abgesehen davon, mein Lieber, wenn es eine Tugend gibt, die uns der Gesang des Lichts lehrt, dann doch wohl Vergebung. Wenn die Inquisition die Bresche erst einmal geschlossen hat, wird sich die neue Göttliche wohl kaum um irgendeinen offiziellen Permiss scheren. Die Inquisition ist stolz, euch in ihrer Mitte begrüßen zu können, Lady Vivienne. Das ist der Beginn von etwas ganz Großem, das garantiere ich euch. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Age Inquisition. Naja, ich habe euch ja gesagt, in dieser Folge wird Vivienne dran kommen und was ich eigentlich sage, halte ich auch. Außer es kommt irgendwas Unerwartetes dazwischen, ne? Da ist dann immer was ich dann vorstelle. Wenn der Ladebalken mal vorbei ist, würde ich gerne mal mit den Leuten wieder mal reden. Vielleicht haben sie was Neues zu sagen. Braucht ihr etwas? Ich hätte dann noch ein paar weitere Fragen. Warum überrascht mich das nicht? Ich überlasse euch dann mal wieder eure Arbeit. Zu melden. Kalin. Was kann ich für euch tun? Hey, nö, dass wir mit ihm eine Beziehung anfangen können, das geht mal gar nicht. Oh Mann. Okay. Hey, der eiserne Bulle ist hier. Was kann ich für euch tun?
Ich wüsste gerne mehr über den Eisernen Bullen. Er ist unser Häuptling. Hat mir bei unserer ersten Begegnung das Leben gerettet. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal für einen Kunari arbeiten würde, aber inzwischen ist er mir richtig ans Herz gewachsen. Er ist anders als alle Kommandanten, für die ich bis jetzt gearbeitet habe. So viel steht fest. Wie ist der Eiserne Bulle als Kommandant? Wenn man sein Handwerk versteht und seine Arbeit macht, ist gut, mit ihm auszukommen. Genau das erwartet er aber auch. Er hält uns am Leben, geht in der Schlacht stets voran. Und wenn man eine Idee hat, wie ein Kampf zu gewinnen ist, hört er einem zu. Ich habe Trupps gesehen, deren Hauptleute ständig beweisen wollten, dass sie die Größten sind. Das tut Bulle nicht. Die Sturmbullen reden zwar offener mit ihm, als man es erwarten würde, aber jeder Einzelne von uns würde für diesen Mistkerl sein Leben geben. Was verschlägt einen Soldaten aus Tevinter in den Söldnertrupp eines Kunari-Spions? Damals war ich kein Soldat. Ich steckte in Schwierigkeiten und musste aus Tevinter fliehen. In einer Grenztaverne wurde ich dann von einem Tribun und seinen Männern aufgegriffen. Sie wollten ein Exempel an mir statuieren. Bulle hat sie getötet und dabei sein Auge verloren. Danach hat er mich zusammengeflickt und gefragt, ob ich eine Arbeit bräuchte. Seitdem ertrage ich tapfer seine Scherze. So hat er sein Auge verloren? Ja. Die Wachen bearbeiteten mich gerade auf dem Boden der Taverne, als er reinkam und schrie, sie sollen damit aufhören. Eine der Wachen ahnte, was gleich passieren würde und wollte mir den Rest geben. Der Kerl hatte einen Flegel. Bulle hat sich zwischen mich und den Hieb gestellt. Dieser blöde Hornochse, er kannte mich doch nicht mal. Ist es seltsam, für einen Kunari zu arbeiten? Er hat nicht versucht, uns zum Kuhn zu bekehren, wenn ihr das wissen wollt. Den Sturmbullen ist es egal, wem ihr eine Kerze stiftet, solange ihr euren Schild hochhaltet. Hätte er mir nicht gesagt, dass er ein Ben Asrat ist, hätte ich gedacht, er hätte dieses Leben hinter sich gelassen. Ich hätte nicht gedacht, dass er sich vor euch allen als Spion zu erkennen gibt. Nicht vor allen. Nur vor denen, die er lange genug kennt, um ihnen zu vertrauen. Er dachte, die meisten von uns finden es früher oder später ohnehin heraus. Also wollte er es uns selbst sagen, von Auge zu Auge, wie er sagt. Unsere Arbeit hat das nie geschadet. Er schreibt einfach Briefe nach Hause. Viele der Jungs tun das. Wir unterhalten uns später. Also das ist komisch, Freunde. Wir können jetzt nicht mehr mit ihm reden, aber doch, jetzt wieder. Hä? Oder nee? Der redet nicht mehr mit uns. Der steht nur noch doof da. Okay. Das muss man natürlich auch zuerst wissen. Hey, unser geiles Tier. Guckt euch das an. Auf dem könnten wir reiten, wenn ihr wollten. Können wir den hier? Nö, leider nicht. Der ist geile. Nein, nicht aktivieren. Eiserner Bulle, was hast du zu sagen? Sie sind gut in Form. Cullen macht sich zunutze, was er als Templer gelernt hat. Hat Cullen euch erzählt, dass er ein Templer war? Er trägt ihre Rüstung nicht. Das musste er nicht. Selbst wenn das kein Templerschild ist, so ist es doch ein Templer, der ihn trägt. Er winkelt den Schild ein klein wenig nach unten an. Dadurch verhindert er, dass Feuer oder Säure in sein Gesicht abgelenkt werden. Kunari lernen dasselbe, wenn sie für den Kampf gegen Tevinter-Magier ausgebildet werden. Euer Templer leistet gute Arbeit. Es ist beeindruckend, was Cullen aus unseren Truppen gemacht hat. Da habt ihr verdammt recht. Es braucht Zeit, eine Gruppe zu einer Einheit zu formen. Aber er hat ihre Loyalität gewonnen. Jetzt muss er ihnen nur noch beibringen, einen vernünftigen Schildwall zu bilden. Dann sind sie einsatzbereit. Außerdem sind im Moment auch nicht die Truppen das größte Problem der Inquisition, sondern ihre Führung. Euch fehlt ein Anführer, ein Inquisitor. Dann sollten wir uns vielleicht einen suchen. Ich wäre bereit dazu. Ihr? Hä? Wieso ihr? Wegen dieses Mals auf meiner Hand. Ich habe die Risse im Nichts geschlossen und werde dasselbe hoffentlich bald auch mit der Bresche machen. Da
Das heißt, ihr besitzt eine bestimmte Fähigkeit. Nur bedeutet das nicht zwangsläufig, dass ihr auch über mögliche Allianzen entscheiden solltet. Mein Volk wählt nicht die Stärksten oder die Klügsten und nicht einmal die Fähigsten zu seinen Anführern. Wir wählen diejenigen, die bereit sind, schwere Entscheidungen zu treffen und anschließend mit den Konsequenzen zu leben. Ach, wer weiß. Vielleicht verschließt ihr ja die Bresche. Die Kirche bekommt den Arsch hoch und all diese Soldaten gehen nach Hause und werden fett. Glaubt ihr das wirklich? Es könnte so kommen. Wird es natürlich nicht. Aber möglich wäre es. Was kann ich für euch tun? Ich wüsste gern mehr über eure Arbeit für die Benasrat. Benasrat ist eigentlich nur ein Oberbegriff. Es gibt die Ermittler, die Schwierigkeiten innerhalb unseres Territoriums auf den Grund gehen. Es gibt die Umerzieher, die sich um Leute mit Problemen kümmern und ihren Verstand wieder gerade rücken. Oder sie verschwinden lassen. Und dann gibt es noch die Spione. Wie arbeiten die Umerzieher? Ich weiß es nicht im Detail. Das war nicht mein Metier, aber im Groben? Wenn man einen Mann nur lange genug wach hält, die richtigen Fragen stellt und ihm genügend Tränke einflößt, bringt man ihn dazu, alles zu sagen. Man braucht keine Blutmagie oder Dämonen, um jemandes Denken zu verändern. Wir sind deutlich zerbrechlicher, als wir glauben. Ist es wirklich so leicht, jemandes Überzeugung zu ändern? Einer meiner Freunde war ein Umerzieher. Er sagte, jede Erinnerung sei wie die Seite eines Buches. Wenn man einer Erinnerung auf den Grund geht, blättert man die Seiten um, so lange, bis sie offen vor einem liegt. Man schreibt ein paar Anmerkungen an die Ränder der Seite, radiert hier und da ein Wort aus und schon ändert sich eine komplette Weltanschauung. Nach diesen Unterhaltungen habe ich mich immer ein wenig merkwürdig gefühlt, wenn ich ein Buch gelesen habe. Was diese Umerzieher tun, klingt grauenhaft. Ja, das stimmt vermutlich. Aber bedenkt eines. Was geschieht in Orlais, wenn man ein Verbrechen begeht oder einen Lord verrät? Sie schlagen einem einfach den Kopf ab. Die Kunari versuchen zumindest, euren Verstand wieder in Ordnung zu bringen. Ich habe den Eindruck, nichts davon trifft gänzlich auf euch zu. Ich war ein Sonderfall. Ich wurde nach Seheron entsandt, weil sie jemanden brauchten, der Kämpfen und Problemen auf den Grund gehen konnte. Aber die gesamte Insel war ein einziges Problem. Überfälle aus Tevinter, die Telvershoth und einheimische Rebellen, die gegen beide kämpften. Und mittendrin ich, der versuchte, die Rebellen zu erledigen und die Ordnung wiederherzustellen. Ihr scheint mir jemand zu sein, der einen guten Kampf genießt. Ein guter Kampf ist eine Sache. Herauszufinden, dass jemand Rattengift ins Brot gemischt und einen Haufen Kinder getötet hat, eine ganz andere. Ich habe eine Menge Rebellen zur Strecke gebracht. Und eine Menge Freunde an die Vince, die Nebelkrieger oder die Telvershoth verloren. Dann bin ich eines Tages aufgewacht und wusste keinen verdammten Grund mehr, warum ich weitermachen sollte. Also habe ich mich den Umerziehern gestellt. Nicht viele hätten den Mut aufgebracht, das zu tun. Ich hatte darüber nachgedacht, mich einfach von ein paar Rebellen töten zu lassen. Aber diese Genugtuung wollte ich dem Bastard nicht geben. Die Benasrat befahlen mir, nach Orlais zu gehen, mich als Telvershoth auszugeben und im Geheimen zu arbeiten. Und so bin ich letztlich hier gelandet. Ich bin froh, dass ihr hier seid, Bulle. Ich auch. Lasst es mich wissen, falls ihr je das Bedürfnis habt, weiter über das alles zu sprechen. Ach was, das ist lange her. Trotzdem danke. Was kann ich für euch tun? Ich wüsste gerne mehr über die Kunari. Schreibt ihr etwa ein Buch? Was ich über sie gehört habe, klang faszinierend. Was ihr gehört habt,
war zum größten Teil Schwachsinn. Also gut. Was wollt ihr wissen? Wie sieht die Herrschaftsstruktur bei den Kunari aus? Das ist ziemlich einfach. Wir haben das Matriarchat, die Priesterschaft und das Militär. Die Priesterschaft überlegt sich, wie die Kunari theoretisch leben sollten. Das Matriarchat setzt diese Überlegungen dann in die Praxis um. Und das Militär beschützt die Kunari vor Gefahren von außen. Funktioniert das tatsächlich? Kommt es da nicht immer wieder zu Auseinandersetzungen? Nicht so, wie ihr denkt. Die Leute sind nicht immer einer Meinung, klar. Aber wir haben die Priester, um Meinungsverschiedenheiten zu klären. Hier in Orlais wird die Politik von Leuten gemacht, die ihr eigenes Wohl über das der Gesellschaft stellen. Wenn jemand das bei den Kunari versucht, rücken ihm die Ben Hasrat den Kopf zurecht. Oder sie töten ihn. Stimmt es, dass die Kunari nicht heiraten? Ja, das stimmt. Wir Kunari lieben unsere Partner wie jeder andere auch. Aber wir haben keinen Sex mit ihnen. Die Kunari haben keinen Sex? Oh, wir haben auf jeden Fall Sex. Es gibt Hermesrens, die unsere Korken knallen lassen, wann immer es nötig ist. Ernsthaft? Ja. Bei uns ist das keine so große Sache wie hier. Es ist, ich weiß nicht, als würde man zu einem Heiler gehen. Manchmal ist es eine lange, komplexe Geschichte. Es dauert den ganzen Tag und anschließend läuft man komisch. Bei anderen Malen ist man schon nach 5 Minuten wieder draußen. Zack, bumm, danke, wir sehen uns dann nächste Woche. Damit könnte ich mich anfreunden. Ja, nicht wahr? Es erspart einem die ganzen Dramen. Trotzdem macht es hier mehr Spaß. Es gibt viel weniger Rituale und ist deutlich spontaner. Außerdem gibt es bei euch Rothaarige. Rothaarige. Inwiefern unterscheidet sich das alltägliche Leben der Kunari von unserem? Ich schätze, das hängt von der Arbeit ab, der man nachgeht. In einigen Fällen gibt es kaum Unterschiede. Eine Bäckerin in Valruajo steht auf, zieht sich an und beginnt mit ihrer Arbeit. Eine Bäckerin in Parvollen macht genau dasselbe. Sie interessieren sich nicht für das Reich oder das Tun. Sie versuchen möglichst keine Eier zu zerbrechen und hoffen, dass der Teig richtig aufgeht. Es kann nicht genau dasselbe sein. Bei den Kunari gibt es keine persönlichen Freiheiten. Was denkt ihr, wie viele persönliche Freiheiten die Bäckerin in Valruajo wohl hat? Im Leben geht es nicht um Freiheit. Die Bäckerin im Parvollen fragt sich, ob sie genügend Eier bekommt, um ihre Arbeit machen zu können. Werden sie rechtzeitig geliefert? Wird das Küchenpersonal ihr Brot abholen, solange es noch frisch ist? Oder verspätet es sich und wirft ihr dann vor, dass das Brot zu trocken ist? In Valruajo ist es genau der gleiche Mist. Die Leute sind, wie sie sind. Wie ist es, unter den Kuhn aufzuwachsen? Die Temesrens ziehen uns in Gruppen aus gleichaltrigen Kindern auf. Sie sind wie Lehrerinnen oder Schwestern der Kirche. Sie helfen uns außerdem herauszufinden, für welche Aufgaben wir uns eignen. Mich hatten sie schon ziemlich früh als Soldat abgestempelt. Als sie aber herausfanden, dass ich sowohl zuschlagen als auch lügen konnte, haben sie begonnen, mich für die Ben Hasrat auszubilden. Das muss ein guter Tag für euch gewesen sein. Ja. Es ist, als wäre man ein Steinquader, der von einem Bildhauer bearbeitet wird. Irgendwann kommt der Tag, an dem der letzte Mist abgeschlagen wird und man seine wahre Gestalt sieht. An dem man das sieht, was man sein sollte. Das ist ein guter Tag. Denkt ihr je darüber nach, was geschehen würde, wenn die Kunari Orlais oder Ferelden eroberten? Einigen wie Cassandra oder Cullen würde es gut gehen, falls sie die Kämpfe überleben. Die beiden lieben Regeln. Die Magier allerdings. Könnt ihr euch etwa vorstellen, dass Solis seine Nichtsträumereien unter dem Kuhn auslebt? Oder Vivienne ihren politischen Schwachsinn betreibt? Sowohl Sarah als auch Varric würden so lange die Klappe aufreißen, bis sie umerzogen werden. Man würde ihnen Tränke einflößen, bis ihr Wille bricht.
Um also eure Frage zu beantworten. Nein, ich denke nicht sonderlich oft darüber nach. Das Wort Kunari, bezeichnet es das Volk oder die Religion? In gewisser Weise beides. Die Menschen und Elfen, die dem Kun folgen, sind die Vidathari. Die Kunari, die sie vom Kun lösen, sind die Talvashor, Deserteure. Was ist mit den Kunari aus der Zeit, bevor es das Kun gab? Diejenigen, von denen wir abstammen, werden die Kosseth genannt. Aber wir benutzen das Wort nicht für unser Volk. Wir kamen aus dem Norden nach Thedas, weil die Kosseth... Ich weiß es nicht. Wir mussten einfach gehen. Warum, wird aus den Geschichten nicht klar. Aber was auch immer sie sind, ich denke nicht, dass sie uns sonderlich ähnlich sehen. Bis später, Bulle. Bis dann. Was kann ich für euch tun? Also, wie seid ihr zu dem Namen Eiserner Bulle gekommen? Ich habe ihn mir ausgesucht. Wir haben unter dem Kun keinen Namen, sondern nur, ich weiß nicht, Berufsbezeichnungen, schätze ich. Also gab ich mir selbst den Namen, der Eiserne Bulle, als ich nach Orlais kam. Aber warum ausgerechnet Eiserner Bulle? Es mag euch vielleicht überraschen, aber ich schlage wirklich gern auf irgendwelche Dinge ein. Außerdem heißt es genau genommen der Eiserne Bulle. Ich mag den vorangestellten Artikel. Dadurch klingt es, als wäre ich überhaupt keine Person, sondern nur eine seelenlose Waffe, ein Werkzeug der Zerstörung. Und das ist ganz nach meinem Geschmack. Bis später, Bulle. Bis dann. Bis später, Bulle. Naja, das war's dann aber auch mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ich finde solche Folgen ja klasse. Ihr könnt sie ganz nebenbei so ablaufen lassen, zuhören und selbst was für euch tun. Also so mache ich es zumindest bei mir immer. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Und ich finde, dieser junge Geralt sieht sowas von nice aus in diesen Klamotten und auch in den Cutscenen. Also, ja, muss ich schon sagen, geiles Scheiße. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder ist, Dragon Age Inquisition. Tiddle.